Hey Leute, alles klar bei euch? Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem allerersten Vlog. Yeah! Der Vlog wird sich um Teneriffa drehen. Wir fliegen heute nämlich nach Teneriffa, nach Los Americas oder wie das heißt. Chefin bringt gerade. So. Und wir sind gerade aufgestanden, haben schon ein bisschen fertig gemacht, Taschen sind gepackt. Jetzt gehen wir eben kurz zum Wecker, holen uns ein bisschen was zum Frühstücken und dann warten wir darauf, dass mein Vater uns abholt und uns zum Flughafen bringt. So Leute, wir sind jetzt hier am Frühstücken. Frau schmiert Brötchen. Wir warten noch auf den Transfer, der kommt, der uns zum Flughafen bringt. Keine Ahnung, wo der wieder bleibt, aber so ist das ja manchmal mit den Eltern, ne? Nervosität macht sich langsam breit. Das Bauchkribbeln fängt langsam an. Wir können es kaum abwarten, endlich im Flieger zu sitzen und den Flug hinter uns zu haben. Ich melde mich später nochmal. So Leute, Düsseldorfer Flughafen. Wir sind angekommen. Yeah. Da ist die Bande. Vater sagt, halt mal in die Richtung, halt mal in die Richtung. Wir haben schon eingecheckt, Koffer und sowas sind alles abgegeben. Jetzt gehen wir mal kurz auf die Besucherterrasse, gucken uns an, was hier los ist. Und dann ist es auch nicht mehr so weit. So Leute, wir sind hier nochmal am Flughafen, oben auf der Terrasse. Wir müssen uns ja nochmal reinziehen, das alles. Hinter mir die Anhängerschaft.2,5 Stunden Flugzeit hinter uns und ich wollte euch einfach noch mal zeigen, wie geil das ist. Wir sind hier schon auf der Autobahn. Nach einer Stunde warten, bis wir unseren Europcar bekommen haben, haben wir einen schicken Polo gekriegt, obwohl wir eigentlich einen Toyota kriegen sollten. Mega geil! Ja, und jetzt habe ich halt Navi angemacht. Ich habe bei mir in meinem Internetvertrag halt so eine Option, dass ich überall in der EU halt ja, ganz normal mein Datenvolumen verbrauchen kann, so wie ich ihn halt habe, und muss nichts extra dafür bezahlen, also nehmen wir davon dann das Navi. Die Autos haben kein Navi, aber sie haben uns versucht schon anzudrehen, für 3 Euro mehr pro Tag ein anderes Auto mit Navi dann zu nehmen, aber brauchen wir ja nicht, ne? So, jetzt sind wir auf dem Weg nach De Las Americas, sind vom Flughafen Teneriffas, also vom Flughafen Süd, circa
Also 16 Kilometer ungefähr. Einmal kurz auf der Autobahn drauf und dann fährst du direkt schon dann da ab und dann sind wir nicht mehr weit vom Hotel. Ne? So. Ja, kannst ja mal zeigen, wie es hier aussieht. Da musst du nicht die ganze Zeit drauf gehen. Palmen, rechts ist Wüste, da siehst du Palmlines. So Leute, unser erster Rundgang am Strand. Vielleicht hört das ja schon. Das Rauschen des Meeres. Ja, Hotel ist okay, ja. Für den Preis in Ordnung. Gab es nichts Besonderes zu zeigen, ist ein kleiner Raum, ne? Badezimmer, extra Raum für Schlafzimmer und so. Haben uns erstmal ins Auto gesetzt, haben ein bisschen aufgeräumt, sind erstmal runtergekommen, wollten erstmal den Strand sehen, weil den vermissen wir eigentlich am meisten und wollen uns jetzt mal was zu essen holen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das jetzt mal hier. Das ist ein Strand von vielen, den wir hier bei uns in der Nähe haben, aber keiner von den Top-Spots. Ja, und das kommt noch, aber das kann man euch ja trotzdem mal zeigen. Wie lang ist der Tag? Ist vorbei. Wir haben jetzt hier schon spät. Wir werden jetzt ins Hotel wieder zurückfahren. Haben uns noch ein paar Flipflops gekauft. Und also mein erstes Fazit für heute ist eigentlich, ist hier sehr schön. Ne? Die Leute sind cool. Es ist auch nicht viel los. Also wir haben viel unsere Ruhe hier. Es ist nicht rappelvoll oder irgendwie sowas. Und was auch gut ist, hier stehen zwar in dem sehr viele Restaurants, und da stehen immer wieder Leute, die einen einladen und wollen einen dann da reinholen. Aber man sagt einmal nein, da ist der ein oder andere ein bisschen hartnäckiger und sagt vielleicht noch ein zweites Mal, sagt ein zweites Mal nein und dann wünschen sie dir einen schönen Abend. Jetzt sagen wir mal im Vergleich zu zum Beispiel Ägypten, da war das halt so, dass die sind den ganzen Tag hinterhergelaufen und haben dir dann, was weiß ich was, alles versucht anzudrehen und waren richtig am Betteln und sind von kleinen Spielzeugsachen mit 50 Euro angefangen und sind dann bei 50 Cent dann geendet. Und ja, also, aber hier ist toll, also man fühlt sich auf gar keinen Fall bedrängt oder sonst irgendwie was. Leute sind sehr nett, hilfsbereit und machen alles. Also für den ersten Tag bin ich schon zufrieden, definitiv. Ja, Schatz? Ja. Ja. Alles klar. Morgen früh geht's in der Frühe los, 7 Uhr wird gefrühstückt und dann werden wir uns auf den Weg machen. Wohin, verrate ich noch nicht, das erkläre ich euch gleich. Ciao, ciao. Gut. Moin Leute. Es ist jetzt 7 Uhr in der Früh, die Sonne ist gerade aufgegangen, wir haben jetzt auch schon gefrühstückt und wir werden uns heute auf den Weg machen. Wohin sind wir noch am Ausknobeln? Wir haben so 6-7 Orte aufgeschrieben und dann schauen wir mal, was so in der Nähe ist. Wir haben ein paar Sachen im Süden, wir haben ein paar Sachen im Norden und so und im Nordwesten. Und dann werden wir einfach mal schauen, was wir, wo wir da gleich hinfahren. Aber es wird auf jeden Fall irgendwas mit Strand sein, wo wir auch mal ein bisschen liegen können und so. Wir wollen uns erstmal ein bisschen ausruhen und alles. Ich freue mich, sitze hier gerade am Hoteleingang und ja, Steffi muss noch mal kurz so kleine Mädchen und dann geht's auch gleich schon los. So Leute, wir sind jetzt an unserem ersten Spot angekommen. Wir sind so circa 20 Minuten nach Los Gigantes gefahren. Richtig geil hier. Hier wird auch der allererste Teil meines Video-Workshops stattfinden. Und wir machen jetzt hier gleich eine coole Bootstour, die geht gleich los. Dann werden wir Delfine und Wale fotografieren, hoffentlich. Da gibt es ein bisschen was essen, eine schöne Paella wird uns zubereitet und sowas alles. Und war richtig cool, war auch recht günstig, 28 Euro pro Person, dafür 3 Stunden unterwegs. Essen ist mit drin, Schwimmen ist mit drin und dann wird in die Buchten gefahren und schaut euch mal um, wie es hier aussieht. Hammer. Wir ziehen uns das Ganze mal aus der Nähe rein, machen ein paar Fotos und wir melden uns später. Hey Leute, boah, wir kommen gerade vom Boot runter, ne? Ich meine, war mega geil auf jeden Fall, aber also wir haben alles umsonst gehabt, Essen, Trinken, Schwimmen sind wir gegangen, Wale haben wir gesehen, Delfine haben wir gesehen, aber ist leider nicht viel draus geworden. Uns ist so schlecht geworden, ey. So was von seekrank, ne? Nur am Kotzen gewesen. Naja, ein Schuss in Rom, aber war auch nicht teuer, aber war wirklich klasse. Also für diejenigen, die mit sowas gut klarkommen,
Da habt ihr echt was, hättet da was richtig Geiles erlebt, definitiv. Wir beruhigen uns jetzt erstmal und hauen uns erstmal eine Stunde am Strand. Erstmal pennen. Bis später. Moin Leute. Es ist richtig früh, um die 6 Uhr. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Las Tejita oder so. Ist auf jeden Fall ein Strand irgendwo zwischen dem Süden und dem Ostsüden so ungefähr. Da werden wir uns jetzt den Sonnenaufgang reinziehen und fotografieren. Ja, ein bisschen was von der Stadt im Hintergrund. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Oh. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind jetzt hier in Tejita, sind hier am Strand, werden jetzt hier versuchen, den Sonnenaufgang zu fotografieren. Und ich habe schon ein bisschen was aufgebaut. Es wird ein kleines 360-Grad-Panorama geben. Definitiv einmal für jetzt und gleich, wenn die Sonne aufgegangen ist. Zudem mache ich dann noch ein kleines Zeitraffer. Guckt euch das hier an. Ist das der Hammer? Da hinten wird die Sonne aufgehen. Und das wird einfach mega geil. Ja, ich stehe hier auf so einem Felsen. Ja, wir haben uns hier auf so einen Felsen gestellt. Richtig geil. Und ich mache hier ein paar Langzeitbelichtungen. Das ist einfach der Hammer. Es ist zwar mega stürmisch, aber es ist der Hammer. Da hinten irgendwo ist Steffi. Da. Also da, hier auf dem Hügel ist sie. Die fotografiert da ein bisschen rum. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich freue mich mega auf den Sonnenaufgang. Der wird so circa laut Fotopilz der App 7.17 Uhr sein. Das ist gleich und ich bin gespannt. Hey Leute, es ist der Hammer. Es ist der absolute Hammer. Überhaupt allgemein, wie es hier aussieht. Ja, es ist wirklich eine richtig starke Kulisse. Wir sind hier ganz alleine. Wir haben hier eigentlich so gut wie gar keinen, der hier rumläuft. Vielleicht mal ein paar Leute, die morgens Sport machen. Morgens aufzustehen lohnt sich immer. Auch in Deutschland, egal wo du hingehst. Morgens aufstehen ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Ich mache hier gerade ein paar Langzeitbelichtungen. Mein Baby. Yeah! Läuft, sage ich euch, läuft. So Leute, wir sind jetzt vom Strand ein bisschen weggelaufen. Hier ist noch so ein riesengroßer Berg. Von da oben noch ein paar Bilder machen, vielleicht noch ein Panorama oder so. Und man hätte festes Schuhwerk mitnehmen sollen, muss ich ja sagen. Guckt euch das mal an, wir gehen hier mit Crocs drauf. Ganz kritische Baustelle. Naja, aber wir haben es ja Gott sei Dank nicht so, weil es ist jetzt nicht so übertrieben hügelig, es ist jetzt nicht so die herbste Vulkanlandschaft, so wie man es hier schon mal vorfindet. Also müsste klappen. So Leute, wir haben es geschafft. Wir sind oben auf dem Berg Roya oder wie heißt es? Vulkan. Extrem hoch und so Naturschutzgebiet erklärt alles. Sicherheit sein und wenn nicht sogar mehr. Aber es ist geil, es ist absolut geil. Ich habe so lange gebraucht, hier hochzustehen, das war echt anstrengend, gerade mit Crocs. Aber es hat sich echt gelohnt, es hat sich wirklich gelohnt. Wahres Naturschauspiel, man kann so unendlich weit gucken. Das ist Wahnsinn. Ich werde das jetzt hier noch ein bisschen genießen und ich werde jetzt erstmal mal geile Bilder machen, vor allem 360 Grad Panorama. Und dann geht's. So Leute, wir waren jetzt in Playa de la Tejita. Ist ein richtig schöner Strand gewesen. Der Strand, an dem wir gerade waren, den ihr vorhin gesehen habt. Ist mega geil da gewesen. Wir waren da auf dem Montana Roya. Das ist dieser Vulkan, der direkt ins Meer führt. Ist einfach der Wahnsinn da oben gewesen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg circa, ja, wie weit war das jetzt? 70 Kilometer, ungefähr 71 Kilometer nach, Moment, muss ich mal eben gucken, wie das da heißt. Playa de las Tejitas.
Teresitas Beach ist das, in der Nähe von Santa Cruz. Wir fahren durch Santa Cruz durch. Santa Cruz ist die Hauptstadt von Teneriffa. Und da werden wir auch mal uns ein bisschen umgucken, ein bisschen Street werden wir da sicherlich machen. Ziehen wir uns da einiges rein. Wir fahren ja auch über die Autobahn komplett an der Küste entlang. Kann ich euch mal kurz zeigen. Ja, alles Küste. So. Links ist alles Wüste, Asche, Sand und der ganze Kram. Naja, wir melden uns, wenn wir in Santa Cruz sind, aber vorher gehen wir erst noch was essen. Ich platze vor Hunger. Ich habe noch gar nichts gefrühstückt, nichts. Wir sind seit 6 Uhr unterwegs. Heute geht es in den Loro Park. Richtig geiler Tier- und Aquapark soll das sein, mit ganz tollen Shows und Attraktionen. Einer der besten Parks Europa, habe ich mir sagen lassen. Wir werden uns das mal heute reinziehen. Ticket kostet ungefähr 34 Euro pro Person. Und vom Süden aus, von unserem Ort bis dahin, sind so ungefähr eine Stunde, also so etwas mehr als 70 Kilometer. Und auf dem Weg hierhin fahren wir über eine gewisse Höhe. Und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, vielleicht hoffentlich könnt ihr das jetzt hier sehen. Aber wir sind direkt neben den Wolken quasi. Wir sind jetzt hier schon ein paar Mal durch die Wolken durchgefahren. Und ja, da habe ich aber die Kamera nicht rausgeholt. War einfach überwältigend, das einfach mal zu sehen. Ja, wenn ich noch spektakulärere Aufnahmen machen kann, e-mailt mich. Das rein, so eine Röhre. Das ist einfach mega hier unten zu stehen. Ich wollte eigentlich meine 360-Grad-Kamera mitnehmen, aber was habe ich vergessen? Naja, aber ich werde hier einfach ein paar coole Bilder machen und dann ist das auch ziemlich gut. Wahnsinn, Alter. Wenn die Dinge über ein Herz zischen, das ist der Hammer, ist das. Das ist echt der Hammer. So surreal. Irgendwie total cool. Guckt euch Steffi an. Kräftiger fotografieren schon. Da guckt. Die Haie. Mega. Naja, viele Leute hier. Ja. Wahnsinn. Ja. Oh. Da schwimmt er. Mega. Loro-Park ist echt schön, das ist einer der attraktivsten Zoos überhaupt, in ganz Europa, ich bin jetzt nicht sicher. Wir haben 34 Euro Eintritt bezahlt, nicht im Norden der Insel, und
ist einfach, es ist mega groß, es gibt so viele Tiere, so viele verschiedene und alles, was man da kauft und bezahlt, das Geld wird gespendet. Bis auf Essen und so weiter, das ist ein bisschen teurer dafür, aber irgendwie müssen ja auch die Mitarbeiter bezahlt werden. Aber so viele Sachen, die man kauft, T-Shirts, Accessoires und sowas, ist alles Geld, das gespendet wird. Mitten im Park ist auch so ein Labor, wo den Fischen geholfen wird und den Tieren geholfen wird und einfach alles. Das ist einfach wirklich toll hier. Wir haben ja ein bisschen was gespendet, ein bisschen was dagelassen, ist klar. Ne? Es ist super, auf jeden Fall. Kannst nicht viel verkehrt mehr machen. Naja, aber es gibt so viele Tiere, einfach alles. Weiße Tiger und einfach alles gibt's hier. Ja. Das ist echt krass, da kommen noch zwei. Schön wieder her, kreuzen sie mit den Rädern. Guck den Rädern. Aber das ist echt der Hammer hier, das ist schon klasse. Sogar ein Labor gibt es hier, wo die Tiere so, ach ja, habe ich schon erzählt, ne? Oder die Gorilla zum Beispiel, haben sie erzählt. Die Gorilla werden in ein paar Jahren Wildbahn ungefähr 25 Jahre alt, hier im Zoo werden sie 50. Also, schon ein tolles Ding hier. Kannst du mit Deutschland gar nicht vergleichen, gar nicht. Definitiv nicht, guckt euch das an. Boah, zack, gut, bis später. Hey Leute, alles klar bei euch? Es ist wieder Sonne. Na endlich. Ich wollte euch was zeigen, ich wollte euch was mit auf den Weg geben. Ich persönlich bin gerade mehr als überwältigt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also es gibt Dinge, die muss man einfach sehen und glaubt sie trotzdem nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so eine Ruhe gehört wie hier an diesem Ort. Wir sind hier auf dem Weg hier hingefahren und wir kommen dann öfters an diesen Stellen vorbei, wo man diese Aussicht hat, die ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und seht einfach selbst. Bergprallen und alles. Hinter mir der El Teide mit 3718 Meter. Das ist. Da muss man einfach die Klappe halten, gucken, sich das ansehen und versuchen zu verstehen. Vom El Teide. Ich glaube, man kann ihn hier im Hintergrund noch sehen. Wir sind hier 2550 Meter hoch und ich guck mal, ob man das da hinten noch sehen kann. Da ist gerade der Sonnenuntergang gewesen, den wir ein bisschen fotografiert haben. Wir sind hier am Observatorium auf dem El Teide. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt da oben so ein bisschen sehen. Ich mache das Licht aus. Vielleicht sieht man das ja da oben so ein bisschen. Und ja, wir werden jetzt hier gleich die Milchstraße fotografieren. Das wird richtig geil. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf, weil es geht ja auch noch das Licht aus. Ne, jetzt geht's wieder an. Mal die Tür aufmachen. Und das wird absolut der Wahnsinn. Ich freue mich so sehr darauf. Ich freue mich schon ewig drauf. Ich bin so aufgeregt und es dauert nicht mehr lange, wir haben 20 vor 10. Laut App, laut Fotopilz geht die Milchstraße, das Galaktische Zentrum um 22.40 Uhr oder so oder 20 auf. Und das ist ja nicht mehr lange. Ich werde jetzt gleich aufbauen, schon mal alles vorbereiten, Kamera ein bisschen abkühlen lassen. Dann sind die Linsen klarer in der Sicht und erzeugen bessere Bildergebnisse. Ja, Steffi ist auch bereit und wird danach ein Nickerchen machen. Wir werden dann anderthalb Stunden nach Hause, mal gucken, ob wir abbauen oder nicht. Und ich werde hier auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen ausprobieren und mich erstmal richtig austoben. Da freue ich mich ewig drauf.
Schon dahin ist der absolute Hammer. Ja? So, guck mal nach vorne. Guckt euch die Kulisse einfach nur mal an. Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Allein alles hier, egal wie das hier aussieht. Hier fährt man die ganze Zeit hier durch die Gegend so. Das ist der Hammer. Ist das der absolute Hammer. Weinplantagen findet man hier ohne Ende. Ja, besoffene. So Leute, wir kommen vom Strand, wir sind über die Berge gefahren, von Tenerisita nach Benio. Und wir sind jetzt hier gleich am Strand, wir müssen jetzt hier nur noch von dem Berg runterfahren. Und ich wollte euch noch mal kurz was zeigen, weil einfach der absolute Hammer ist. Also das muss man fotografieren, wenn man hier hinkommt, definitiv. Also zieht es euch mal rein. Boom, guckt euch das an, diese Kulisse ist der absolute Hammer. Hier unten, wie es hier so aussieht, überall. Direkt hier vor uns, ja, hier ist nichts abgesperrt oder sonst irgendwas, man kann hier einfach hin, man ist hier direkt an der Straße, ja, wir haben hier vorne geparkt, Steffi gerade hingeht, da hinten sieht es noch herber aus, also was heißt noch herber, aber das sieht auch hammermäßig aus, ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, das ist wirklich unglaublich, hier durchs Gebirge zu fahren, ist der absolute Hammer. Boah, gut. Hey Leute, alles klar bei euch? So, ich bin jetzt hier unten am Strand. Wir waren vorhin irgendwo da oben und wir sind jetzt hier runtergekommen. Also ich bin jetzt hier runtergekommen und wir machen hier gerade ein 360-Grad-Panorama. Werde jetzt hier noch ein paar Langzeitbelichtungen machen und es sieht einfach auch mega aus. Es ist wirklich eine richtig geile Kulisse hier unten zu stehen und alles, ja. Hammer. Hammer. Vor allem da hinten diese Felsformation. Aber wir werden gleich wieder abhauen, wir haben gleich schon 8 Uhr, es wird immer dunkler und bevor ich hier nicht mehr fertig werde. Ja, da hinten sind noch ein paar richtig geile Surfer, die alle hier am Surfen sind. Ihr seht, ich stehe hier mitten in den Steinen,
mitten in der Prärie. Und da hinten sind ein paar Surfer am Surfen. Vielleicht mache ich von denen noch ein paar coole Bilder. Und werde erstmal versuchen, den Möwen hier aus dem Weg zu gehen. Ne? Oh, guck mal, ich bin gerade am Strand gewesen, meine Porno-Welle hier. Naja, ja gut. Ist der absolute Hammer. Also wer auf Travel steht, wer ein bisschen irgendwie was sehen will, was erkunden will, wer auf geile Fotos vor allen Dingen steht, ja, der sollte sich hier Benio auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Das ist Wahnsinn, der Ort. Wirklich Wahnsinn. Die ganze komplette Küste sieht so aus. Alles. Egal, wo du dich hier niederlässt, hier sind ganz viele Einheimische, hier gibt es wundervolles einheimisches Essen. Wir haben gerade eine, wie heißt das? Dieses spanische, ist auch egal. Aber es war der Hammer. Es war wirklich der Hammer. Aber hallo. Na gut, ich kling mich aus. Bis später. So Leute, es geht langsam auf dem Rückweg. Heute letzter Tag, letzten paar Stunden brechen an. Wir haben ungefähr noch ein Stündchen, bevor wir uns auf den Weg zum Flughafen machen. Wir haben uns hier nochmal eine Boutique angeguckt, ein paar Kleider. Hier nochmal ein cooler Blick auf den Strand. Dann sind wir noch ein bisschen an der Promenade entlang gelaufen, gucken uns hier noch ein paar Sachen an. Gucken, ob wir den Koffer noch voller kriegen. Kennt ihr meinen Schatz? Ja, mein Kohle. Ach, war schön. So, dann zum Flughafen, dann geht's ab nach Hause, 4,5 Stunden Flug zurück. Heute Nacht, heute Abend um 11.35 Uhr circa werden wir wohl landen. Dann sind wir wieder in Deutschland. Freue ich mich auch wieder drauf, war eine schöne Woche. Wir haben viel erlebt, viel gemacht. Viel gesehen, viel gereist, ja, teilweise was anstrengend, teilweise was entspannt, aber es war beides gut. Nur entspannen ist auch nicht so für mich, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ansonsten, ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Das Hotel hätte natürlich besser sein können, das war jetzt nicht so berauschend, aber dafür, dass wir nicht da waren, war es in Ordnung, ja, hat gereicht.